Hi, also war hier ja kurz die Anfrage jetzt bei Facebook kam mit diesem Lappen hier und das generell ein spannendes Thema ist. Also der lebendige Pilz, was eigentlich gar keiner ist, sondern es ist ja so ein Hefe-Bakterien-Gemisch, sieht dann so aus, riecht auch schon nach Essig. Der lebt halt hier und wenn so ein Lappen jetzt groß genug wird, dann spaltet er sich von sich aus ab. Und wenn ich jetzt so möchte, kann ich jetzt zum Beispiel eine obere Schicht einfach nehmen und auf die Heizung legen. Und aus so einem 3 cm dicken Scoby-Pilz bekomme ich dann so einen Lederlappen zurück. Und den kann ich jetzt, guckt euch das mal an, wenn der getrocknet ist, kann ich den hier runterdrücken. Dann passt er auch in jede Hosentasche rein. Kann man auch verschenken. Dann wundern sich erstmal die Leute, was ist denn das? Und dann kann man den aber wieder. Achtung, ja, mit einer Hand geht das jetzt schlecht. Lass mal hier kurz. Ja. Genau, also da sieht man, dass der doch hier, ne, der ist wie Leder. Mit einer Hand den zu entfalten geht gar nicht mehr. So, und man sieht ja eigentlich gar nichts mehr. Also jetzt kann ich ihn gerade wieder nehmen, um da eine Wurst etc. einzuwickeln. Ja. Übrigens, warum ich den habe, das ist das Nebenprodukt. Also das kann man ja nicht essen, das kann ich nur als Verpackung nehmen. Aber das da hier, das ist mein tägliches Getränk, ein Erfrischungsgetränk, Scoby genannt. Sehr lecker, sehr gesund und wie ich hörte, auch Vitamin B haltig. Der nächste Lappen wird bestimmt noch mal ein bisschen besser. Ich bin ja auch noch am Experimentieren hier mit dem Scoby und meine Ideen gehen jetzt schon so weit, ob man so ein Scoby nicht einfach als Abdeckung für Bienenvölker nehmen kann. Da ja, werden auf jeden Fall noch Experimente folgen. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und jawohl, holt euch den Scoby kostenlos bei Permabies ab. Der Sebastian Wiegand steht da drin mit seiner Telefonnummer. Ihr könnt ihn anklingeln und der gibt euch dann ein Stück von diesem, ja. Von diesem Hefebakterien-Gemisch und dann braucht ihr eigentlich nur noch so eine Glaskaraffe. Die könnt ihr im Internet irgendwo bestellen und dann dauert es einfach nur ein bisschen, bis der Pilz wächst und man muss ihn natürlich füttern mit Tee, also Grüntee und Schwarztee, aber man kann auch da noch zusätzlich andere Sachen reintun. Ich mache da hin und wieder mal Minze rein und gestern, also der hier ist jetzt angesetzt mit Muscatella-Salbei. Schmeckt auch besonders. Und zum Abschluss finde ich ganz toll, wenn man so eine Familie hat und jeder möchte irgendwie mal was Neues trinken, probieren. Der Scoby kann so viele verschiedene Aromen annehmen. Wenn ich den heute trinke, dann ist es einmalig und die Chance, dass ich nochmal auf den Geschmack komme, ist gleich null. Am nächsten Tag schmeckt er gleich anders da. Zudem kann man den in 1000 Varianten eben ansetzen. Und finde ich für jede Familie eine ganz tolle Sache. Und ja, los geht's, liebe Menschen. Wir haben Alternativen.